Oh, ihr beide findet das auch noch witzig? Es tut mir wirklich leid, Jungs. Nicht nötig. Du hast uns zurückgebracht, Kleiner. Das Schloss war in Sichtweite und sie machten sich auf den Weg. Au! Die Gebrüder Grimm sollen mir mal verraten, wie man in diesen albernen Stiefeln laufen soll. Hey, geh ein bisschen vorsichtig mit denen um. Die kommen aus Madrid, das ist feißes Leder. Oh, du wirst schon damit klarkommen. Echt jetzt? Oh Mann, da braucht man Komfortsohlen oder Hühneraugenpflaster oder so. Wow. In der kleinen Stadt, am Fuße des Schlosses, entdeckte Shrek Pinocchio, der in einer Glasvitrine unfreiwillig ausgestellt wurde. Pinocchio? Schreck! Pinocchio! Hilf mir! Was ist passiert? Charming und die Schurken haben alles an sich gerissen. Sie haben uns überfallen, aber Fiona und die Prinzessinnen konnten entkommen. Und jetzt ist Was ist sie? Was ist sie? Schnell, Pinocchio! Wo ist Fiona? Charming hält sie an einem geheimen Ort versteckt. Finde ihn! Er macht sich sicher schon für die Aufführung bereit! Warte, Pinocchio! Was für eine Aufführung! Plötzlich zog sich ein Vorhang vor die Glasvitrine und Pinocchio konnte gerade noch mit seinem Finger auf ein Plakat zeigen, das an der Hauswand neben der Vitrine hing. Letztendlich Happy End. Schrecks letzte Vorstellung? Wow, Schreck! Du hast uns ja verschwiegen, dass du Schauspieler bist. Tja, ich war so beschäftigt, dass ich ganz vergessen habe, es zu erwähnen. Diese Vorstellung, besonders seine letzte, wollte sich Shrek natürlich nicht entgehen lassen. Prinz Charming war so mit Eitelkeit beschlagen, dass er es sich nicht nehmen ließ, bevor er zum König avancierte, noch eine letzte Glanzvorstellung als Schauspieler zu geben. Die Generalprobe war schon in vollem Gange. Mit diesem Schwert schlug ich dich! Ist das richtige Wort? Schlügte? Schlug? Ich glaube, das ist gar kein richtiges Wort. Vielleicht sollte ich was von Schlagen sagen. Okay, gleich nochmal. Gut. Schreck greift mich an. Ich tue so, als hätte ich Angst. Ich sage, endlich bekommt das Königreich das verdiente Happy End. Stirb, Ogre, bla bla bla. Oh, das ist immer noch nicht authentisch genug! Wer hat gesagt, ihr sollt aufhören zu tanzen? Oh, winken und drehen. Was liegst du hier so rum? Steh auf! Also echt mal! Der Prinz stürmte in seine Garderobe und sprach zu dem Bild seiner Mami. Unser Happy End ist so gut wie vollendet, Mami. Ich verspreche dir, das Volk dieses Königreichs wird teuer für jede Sekunde bezahlen! Als Prinz Charming in den Spiegel sah,